In Moskau sind sämtliche Antiterrormaßnahmen aufgehoben worden. Das Gleiche gilt auch für die Region Woronesch. Die Lage sei wieder stabil. Russlands Präsident Putin äußerte sich zum ersten Mal seit dem Ende des Aufstandes der Wagner-Söldner. Er ging allerdings mit keinem Wort auf die Geschehnisse am vergangenen Wochenende ein. Zwar wurde dem Anführer der Privatarmee Prigozhin Straffreiheit zugesichert, doch es wird berichtet, dass der Inlandsgeheimdienst FSB weiter gegen den 62-Jährigen ermittle. Gespannte Ruhe in Rostow am Don. Am Tag nach dem Abzug der Wagner-Söldner patrouillieren Polizisten mit Hunden im Zentrum der Stadt. Auf dem Asphalt noch Spuren der Panzer und Fahrzeuge, mit denen die Miliz hier in der südrussischen Stadt einmarschiert war. Doch nach rund 24-stündigem Aufstand vollzog deren Kommandeur Jewgeni Prigozhin am Samstagabend überraschend die Kehrtwende, beorderte seine Söldner zurück in ihre Lager. Dies sind die letzten Bilder des 62-Jährigen kurz vor seiner Abfahrt aus Rostock am Don. Seitdem wurde er nicht mehr gesehen. Auf Nachfrage meldet seine Pressestelle, er lässt alle grüßen und wird auf Fragen antworten, wenn er wieder normalen Empfang hat. Wo er normalen Empfang haben wird, ist unklar. Möglicherweise ist er bereits in Belarus eingetroffen. Ob er da alt und glücklich wird, werden wir sehen. Oder ob er wie einige andere plötzlich vom Balkon fällt, das werden wir sehen. Der Kreml hatte Prigozhin unter Vermittlung des belarussischen Präsidenten Lukaschenko freies Geleit nach Belarus garantiert. Auch seine Gefolgsleute sollen ungestraft bleiben. Und denen, die sich nicht an dem Aufstand beteiligt haben, soll eine Stelle in der russischen Armee angeboten werden. Prigozhin hatte seit Monaten Kritik an der militärischen Führung in Moskau geübt. Am Wochenende dann waren die Wagner-Truppen von der Ukraine aus nach Russland einmarschiert, bis wenige hundert Kilometer vor Moskau. In der Region Woronesch sollen sie sich Feuergefechte mit russischen Truppen geliefert und russische Kampfflugzeuge abgeschossen haben. Auf ihrem Zug in Richtung der russischen Hauptstadt versuchten im Auftrag des Kreml offenbar auch Kämpfer des tschetschenischen Machthabers Kadyrow den Vorstoß aufzuhalten. Dieses Video soll zeigen, wie tschetschenische Kräfte einen der Wagner-Söldner enthaupten. Überprüfen lässt sich das nicht. Die Wagner-Kämpfer kamen bis nach Krasnoje in der Region Lipezk. Dann pfiff ihr Kommandeur die Männer zurück. Damit endete die Revolte so überraschend, wie sie begonnen hatte. Schon einen Tag später zeigt das russische Verteidigungsministerium demonstrative Stärke und veröffentlicht diese Bilder. Der russische Verteidigungsminister Shoigu fliegt dem Anschein nach in die Ukraine und lässt sich in einem Kommandoposten über den Stand der russischen Invasion informieren. Über neuen Nachschub und die vermeintlichen Erfolge der russischen Armee. Wann und wo die Bilder aufgenommen wurden, lässt sich nicht verifizieren. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.